Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Rescue 2013. Jo, hier wuselt's ja schon so von Leuten. Hier geht's langsam ab. Ja. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit einem Auftrag, wollte ich schon sagen, mit einem Auftrag, mit einem Feuer, mit einem Brand, mit einer Mission an. Und ja, machen wir das. Gehen wir mal in Alarmbereitschaft. Mal gucken. Ich habe gerade die Sauerstoffflaschen gereinigt und mir ist aufgefallen, dass einige Flaschen kaputte Auslassventile haben. Jemand sollte sich besser um die Wartung kümmern. Ja, das weiß ich auch nicht, warum wir auf einmal so. Jetzt geht's wieder hoch. Wow, 2, 3. Ja, geht doch. Chef, zurzeit werden Spenden für den Aufbau einer neuen freiwilligen Feuerwehr im Nachbardorf gesammelt. Wollen wir 500 Euro spenden? Er verliert zwei Moral. Und gewinnt ein Moral, natürlich. Aber was gewinnt das Finanzamt? Will plötzlich meine Steuerklasse ändern, weil ich keine Richtung, was Richtigstellung beantrage. Das nervt. Das nervt wirklich, ja. Neue Mission. Feuer auf Parkplatz. Uns wurde soeben ein Feuer auf einem Parkplatz im Stadtzentrum gemeldet. Mehrere Fahrzeuge und einige umliegende Objekte brennen. Das Feuer hat sich in einem abseits gelegenen Bereich ereignet, sodass für die angrenzenden Gebäude keine Gefahr besteht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner geraten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Aber es steht ja keine Gefahr. Dann passt ja zum Ausrücken vorbereiten. So. Wir brauchen mal Feuerwehrmänner. Dann nehmen wir Schlauchwagen, Löschfahrzeug. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wassertankfahrzeug. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil das Parkplatz im Stadtzentrum. Ah, wir brauchen wenig. Na gut, dann weiter zum Einsatz. Stimmt, weil es nur brennt. So, wo müssen wir denn hin? Verstanden. Na, sehr schön, dass du das verstanden hast. Wo bleibt er denn? Da kommt er schon. Gut, bleibt er ja da drinnen. So, ich gucke mal eben, hier ist ein Hydrant. Eine Verteilerschlauch. Mal kurz hier mein Headset anstecken, das habe ich vergessen. Hier ran. Und dann hierher. Du holst einen normalen Schlauch und du Junge holst auch einen Schlauch. Und dann geht das mal hier auf die Seite. Einmal, zweimal und dreimal. Du holst noch einen Schlauch. Und ihr geht bitte hier löschen. Also wird das hier nichts mehr. Warum können die nicht weiter löschen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sehr schön. Ja, jetzt geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Sehr schön. Ja, hier ist ja noch. Hallo? Achso, du hast keine mehr. Ja, dann steckst du halt mal ein. Obwohl, ne, raus. Du gehst hier hin. Ja, habt ihr es jetzt bald? So, hier ist noch. Gut.
1200 €. Was? Sie wurden zum Oberbrandmeisterrat befördert. Yay! Geländelöschfahrzeug. Tanklöschfahrzeug. Ja, ist ja cool. So, wir haben 3810 € und ein Fahrzeug mehr. Gut, mittlerweile geht das die Wartung schon wieder auf 10 hoch. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. So. Mal was gucken. Nee. Leitstelle, Wartung hier. Habt ihr überhaupt eine Klimaanlage oder so? Ja, eine Klimaanlage habt ihr. Dass wir da irgendwas brauchen, damit die ein bisschen zufriedener sind. Pflanzen. Werkzeugregal. Ach, ihr macht das schon. Ihr macht das schon. So, wie sieht's hier aus? Können wir hier noch irgendwas gebrauchen? Könnten hier oder hier? Wie schaut's denn aus mit dem Personal? Personal einstellen. Sanitäter. Xafein R. Eberhard Nusser. Das sieht so aus wie so ein Brandmeister. Otto Schmitz, Udo Valentin, Konrad Trommler und Walter Trautmann. Ich würde den hier gern nehmen. Was steht denn da? Sozial. Und schlampig. Naja, okay. Du kannst aber in den Schulungsraum gehen. Siehst so lehrermäßig aus. Was könntest du den anderen was beibringen? So. Wir machen noch einen Einsatz, oder? Ja, dann geht sich ja locker noch aus. Arbeitsmoral, die steigt wieder auf, die Wartungsding steht auf 12. Das ist schon mal sehr gut. Monatlicher Leistungsbericht, Oktober, brennt draußen, brennt drinnen, bla bla bla. Ja, wir haben immerhin ein Plus von 5310. Das ist schon mal gut. Fähigkeitsanstieg. Mir wurde gesagt, dass ich Formular ID10-C ausfüllen soll. Ich kann das aber nirgends finden. Das Formular haben wir hier. Was ist mit dem Sportler? Fitnessraum. Das passt ja doch. Verstehe ich gerade nicht. Captain der Fußballmannschaft. Wir haben die Mannschaft für das Feuerwehrfußballturnier aufgestellt und müssen einen Captain wählen. Wir haben im Moment beide gleich viel Stimmen. Chef, Ihre Stimme entscheidet. Medienrummel. Aha, Chef, ein Reporter, ein Lokalzeitung, wir einen großen Artikel. Ja, ein bisschen Werbung kann nicht schaden. Jetzt ist der eine sauer und der andere. Brand in einer Villa. Uns wurde ein Häuserbrand in der Vorstadt gemeldet. Er ist in einer reichhaltig mit Möbeln bestückten Villa ausgebrochen. Das bedeutet, dass sich das Feuer im gesamten Gebäude ausbreiten könnte. Dieser Einsatz ist aufgrund der Hitzeentwicklung gefährlich. Schicken Sie also mehrere Löschtrupps in das Gebäude. Aha. Okay. Bei einer Villa. Ich weiß jetzt nicht. Brauchen wir hier ein Wassertankfahrzeug? Ich weiß nicht. Ich probiere mal so. Löschfahrzeug. Dann nehmen wir hier noch drei Leute mit. Rettungswagen brauchen wir keinen. Rüstwagen brauchen wir auch keinen. Schlauchwagen. Ja, wir haben 2 von 2 schon, von dem her. Wir haben 5 Leute. Okay, hier wäre wohl einer.
So. Du holst mal einen Verteilerschlauch. Wieso ist jetzt nur einer hier drin? Achso, nee. Einmal. So, du gehst hier hin. Hallo. Du holst auch einen Schlauch. Du kannst schon mal hier hingehen. Ihr sollt nicht einsteigen. Meine Güte. Hallo. Du gehst auch hin. Zweimal. Dreimal. Stell dich mal auf die Seite. Habt ihr auch schon beide einen Schlauch? Ja, du hast einen Schlauch. Dann könnt ihr vielleicht schon mal löschen. So. Und du holst auch noch einen. Du gehst da auch noch rein. Feuerlöscher. Mehr brauchen wir eh nicht mehr. Es ist eh gleich hier gelöscht, oder? Ah. Wäre ich mir nicht so sicher, ob die das schaffen. So, was machen wir mit dir hier? Drück zum Container. Ja, mei. Haben wir heute nichts mehr für die zum Turnen. Ich kann mal hier nicht mal dazu anstecken. Hat er das so auch schaffen? Ja, klar schafft er das. Ich hab noch eine Minute. Yay, 2000 Euro haben wir hierfür bekommen. Und alle sind wieder glücklich zurück. Yay. So. Heute hier. Ja, du machst dich schon mal sauber. Und wie unsere Erwartung sind sie auf 19 wieder oben. Ist ja sehr cool. Auf einmal geht's hier. Wollten wir nicht noch einen Sanitäter? Irgendwas wollten wir doch kaufen. Geländefahrzeug, Löschfahrzeug haben wir. Rettungswagen. Rettungswagen würden wir noch einen zweiten brauchen. Der fehlt uns nämlich. Da kaufe ich nämlich gleich einen. Das Problem ist, ich würde da gerne ein paar Streifen machen, aber das ist dann so teuer. Machen wir das so blau? Ich finde das cool. Kostet halt 600 mehr. Aber ich finde das Blaue cool. Deswegen kaufen. Fahrzeug gekauft. Sehr cool. Wo ist das jetzt? Wird uns das gerade. Ge Achso, da draußen. Aha, okay. Wenn wir irgendwann mal genug Geld haben, dann schauen dann alles so aus. So, was können wir da noch Schönes machen? Wurde da irgendwie was erweitert oder so? Dass wir da noch irgendwie was dazu kaufen können oder so? Spielecomputer. Da haben wir nur einen. Könnten wir eigentlich noch irgendwo einen anderen hinstellen, wenn wir natürlich Platz dafür hätten. Hier. Damit hier schon ein paar zocken können. So. Statue des Brandmeisters. Aha, ja klar. Hier brauchen wir sowas. Und zwar kommt das.
Dein. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber okay. Trophäentisch. Aha. Aha. Irgendwie passt das da rein, aber das hatte irgendwie keinen Platz drin. Dann machen wir das am besten. Ich würde das gern irgendwo hin tun, damit man das sieht, wenn man reinkommt. Aber das ist dann auch wieder zu so richtig auffällig. So, guck mal. Wir sind so toll, wir haben so viele Trophäen. Hier ist ein Fernseher. Naja, wo stellen wir das jetzt hin? Hier? Hört zwar kacke aus, aber okay. Hallo? So. Können wir das hier nicht irgendwie. Das können wir nicht verschieben. Das können wir verschieben. So. Sieht schon besser aus. Sieht doch gleich viel besser aus. So, was haben wir denn noch? Bücherregal, Sofaecke, Fernseher. Aha. Na, aber claro. Aber claro. So, weg damit. Verkaufen. Ja. Das tun wir ein bisschen verschieben. So. Cool. Cool. Das wird ja langsam. Das wäre wahrscheinlich mit modernes Sofa auch noch gegangen, aber ich. Oder? Oder auch nicht. Nee. Trophäentisch, Vitrine, Billardtisch, Spielautomat, Kickertisch. Mann, wie kaufen wir heute wieder was zusammen, ey? Huch, wieso können. Achso, da geht eine bestimmte. Ah, okay. Hier geht er auch nicht, hier geht er auch nicht. Wir haben keinen Platz für sowas. So. Was haben wir denn noch Schönes? Telefonzelle, Flipperautomat. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Bett, Mülltrenner, Schachtisch, Spielecomputer, Spind. Nein, 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 das brauchen wir alles nicht. Quarm, Bücherregal, einfaches Sofa, Essig, Kaffee, Küche. Küchenspüle, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle. Mikrowelle? Mikrowelle ist das. Modernes Sofa, Mülleimer, Mülltrenner, das ist das Snackautomat, so, mein Headset ist auch gleich leer. Warum, weiß keiner. Egal, Sauna, Waschbecken, okay. Klimaanlage, Schlauchregal, Schlauchsockengestell, Wartungseinheit für Schlauch. Nee, nee, da können wir auch nichts machen. Funkzentrale, Kaffee, Küche, Vitrine? Was sind das eigentlich? So, nee, das brauchen wir nicht. So, und die Fitnessraum gibt's auch nichts Neues. Und da drin Kreidetafel, Mini-Projektor, Projektor, Arena-Pult, Schultisch, Statue, bla bla bla, Übungsvitrine. Nein. Aber nichts mehr. Ich bin am Überlegen, ob wir die nicht da reinstellen sollen. Und zwar so hin, und das passt irgendwie hier drinnen ein bisschen besser.
cool wäre, wenn wir hier die Wände noch anders streichen könnten. Aber es geht halt nicht und unser Geld ist jetzt auch gleich alle. Von dem her mache ich hier mal Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.